Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma KKS Performance. Was ist heute unser Thema? Porsche 991.1 Turbo S. Hört sich überlang an, aber wie gesagt, erste Generation 991 Turbo, in dem Fall Turbo S. 560 PS Serie. Der Kunde klagte über zu wenig Leistung. Was haben wir gemacht? Wir haben den Wagen auf den Prüfstand gepackt. Der hatte eine Kennfeldoptimierung drauf, die so um die 650 PS haben sollte und so 850 bis 900 Newtonmeter. Wir haben ihn auf den Prüfstand gepackt und haben gemessen satte 480 PS. Wow. Also irgendwas war nicht in Ordnung. Also meine Vermutung war dann, wir haben mit ihm gesprochen, und meine Vermutung war dann irgendwas im Turbolader oder halt Cut oder Abgasanlage. Daraufhin hat der Kunde den Wagen vorbeigebracht. Und wir haben jetzt eine weitergehende Diagnose gemacht und haben dann wirklich festgestellt, dass der Turbo Bank 2 Schaden hat. Ich fahre mal hoch, gucken wir uns das mal an. Das ist immer das Problem. Wenn man Serienabgasanlage hat, mit den Seriencuts und dann ein krasses Programm drauf spielt, dass natürlich der Turbolader die ganze Zeit mit sehr viel Gegendruck zu kämpfen hat. Mhm. Und die VTG-Steuerung leidet natürlich darunter. Ne? Mit Keramikbremse. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich Zentralverschluss ist oder nur so ein Fake. Nee, da ist so eine Kappe drauf. Ist nicht Zentralverschluss, aber sieht so aus. Zumindest. Man hört es auch, wenn der Wagen läuft. Wir haben da wirklich starke so Schleifgeräusche vom Turbo. Mhm. Und man sieht auch hier wieder mal, der Kunde hat den Wagen gebraucht gekauft, fertig, also getuned schon. Das ist was ich bei Porsche nie empfehlen würde. Ich würde so einen Porsche immer versuchen, original zu kaufen. Lieber nochmal 10 mehr ausgeben mit Approved-Garantie. Also lieber nicht so getuned kaufen, weil du weißt halt nie wieder, was der Vorgänger damit gemacht hat. Also hier haben wir schon mal das erste Problem, wie man hier sieht, wenn man sich das mal anguckt. Der ist kurz gelaufen beim Rauffahren. Die Blende fehlt. Warum fehlt die Blende? Weil da rumgepfuscht wurde. Das ist genauso wie beim letzten, bei dem blauen war das ja auch so. Da hatten wir auch so ein bisschen Probleme mit der Abgasanlage. Also von außen sieht es jetzt original aus. Wir wissen aber nicht, was jetzt da drin passiert ist. Auf jeden Fall, die Blende ist weg. Die gibt es nicht mehr. Das heißt also, der Kunde wird hier wahrscheinlich auch eine neue Abgasanlage brauchen. Zumindest ab hier. Die Blenden, vielleicht kriegt man sie einzeln. Vielleicht kann man da was machen. Da müssen wir mal gucken. Aber wir müssen uns auch nochmal genau die Cuts angucken. Weil ich glaube, bei so einer Stage 1, wo dann der Turbolader schon kaputt ist, da kann es natürlich sein, dass da noch mehr passiert ist. Du hast hier ist der Ölrücklauf vom Turbo, ne? Hier geht's aus der Ölwanne, geht's zurück. Also hier durch den Turbo durch, dann geht's hier durch, in die Ölwanne wieder zurück. Und oben kommt das Öl dann wieder rein, ne? Und so wird da die Lagerung komplett geschmiert. Und das ist halt relativ kompliziert beim Porsche, weil du hast ja so eine VTG-Steuerung. Da ist im Prinzip so ein Motor drauf. Das Problem ist, wir wissen jetzt nicht, ob jetzt der Steller kaputt ist oder die VTG-Steuerung im Inneren des Turbos. Das sind halt zwei verschiedene Sachen, weil VTG-Steuerung kostet, ich glaube, 1,3, 1,4 bei Porsche. Mhm. Und das Innere kann man für 500, 600 Euro reparieren. Kurz für die nicht wissen, was VTG ist. VTG-Steuerung ist im Prinzip so ein Laderad, was man eben verstellen kann. Man kann also jetzt ganz einfach erklärt, man kann aus einem großen Turbo einen kleinen Turbo machen und dann wieder groß. Für höhere Drehzahlen und... Naja, Porsche macht es deswegen, weil wir bei einem Porsche immer das Problem haben, wir haben immer ein sehr großes Turboloch. Weil wir halt nicht so einen starken Abgasstrom in niedrigen Drehzahlen haben. Das heißt, wir können jetzt den Turbolader nicht so schnell anspulen. Im Dieselbereich hast du es eben auch, weil da brauchst du ja auch einen ganz, ganz viel Ladedruck im Prinzip schon vom Stand weg, versucht man da zu generieren. Und deswegen haben wir jetzt die VTG-Lader in einem Diesel auch schon ewig drin. Ne? Mhm. Also Audi und so weiter, die haben ja schon ewig diese VTG-Lader. Aber wie gesagt, Porsche hat es schon relativ früh angefangen. Beim 972 war das schon, da gab es schon VTG-Lader. Ja, auch hier wieder Direkteinspritzung. Und dann haben wir jetzt hier auch keinen Metzgermotor mehr. Das ist schon die Weiterentwicklung. Das ist ja im Prinzip, muss ich mir so vorstellen, dass auch die ganze Steuerung hängt alles miteinander zusammen. Also die Klappe wird dann auch darüber geöffnet. Und wenn die VTG-Steuerung klemmt, dann ist es halt so, entweder ist dann, muss, also wenn du jetzt einen simplen Turbo hast und du hast dann da so eine Klappe, haben wir dann so ein Turbo da gerade irgendwo? Okay. Hat der schon ein VTG hier? Nee, der noch nicht. Hm. Können wir uns mal hier angucken, genau, ist ja ganz gut. Hier haben wir ja so einen klassischen Turbolader. Das ist jetzt alles sehr verrostet und alt. Aber hier hast du ja das Wastegate, internes Wastegate, was dann hier über Unterdruck gesteuert wird. Und kannst du mal hier rauffilmen. Und hier in dem Abgasgehäuse ist im Prinzip hier diese Abgasklappe. Und wenn ich jetzt weniger Ladedruck haben möchte, dann pumpe ich hier die Luft im Prinzip, also den Überdruck hier oben rein und öffne damit die Klappe. Und das steuere ich halt über einen
über ein Ventil. Also da kann ich dann den Überdruck oder weniger drauf geben. Ja. Und je weiter die Klappe auf ist, desto weniger Ladedruck habe ich. Bei der VTG-Steuerung ist es halt eben komplizierter. Da geht es dann eben so, dass dann über diese Geometrie das Ganze dann gesteuert wird und dann über dann im Zusammenhang mit halt mit so einer Klappe. Ne? Ja, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir im Prinzip hier, das Doofe ist immer bei Porsche, das weiß man halt, wenn man Porsche-Besitzer ist, dass eben alles immer heiß wird und nass wird. Das heißt also, wenn du jetzt im Regen fährst, dann bekommt das die ganze Zeit Wasser, Wasser, Wasser und Metall, was eben ruckartig oder schnell abgekühlt wird durch Wasser und diesen Bedingungen ausgesetzt wird, das rostet auch schnell. Ne? Das heißt also, die ganzen Schrauben und so weiter, die sind alle gar nicht mehr da. Ne? Das ist jetzt hier ein Auto von 2014, glaube ich. Das heißt also, das ist tot. Das hat der keine Unterbodenverkleidung? Nee, Porsche nicht. Nee, ist unten, hier ist immer alles offen. Weil der Motor ist ja, im Prinzip ist das ja die Motoreinheit. Und die brauchen ja auch für die Kühlung, wenn die jetzt alles zumachen würden, dann würde es ja auch alles viel zu heiß werden. Ja, es hat ein altes Porsche-Problem, haben sie noch nicht im Griff. Ich glaube, bis jetzt immer noch nicht. Aber das wird für uns bedeuten, einmal abgebaut, nie wieder zusammen, kriegst du nie wieder zusammen. Also es könnte sein, dass wir die ganze Einheit wechseln müssen. Wahrscheinlich wird es vom Krümmer abgehen. Kann aber sein, dass das hier nie wieder zusammengeht. Das heißt also, Turbolader reparieren und Ersatzabgasanlage besorgen. Höchstwahrscheinlich. Das Problem ist ja auch, dass hier dieses Teil, man kann zwar den Cut hier abmachen, dieser Flansch und dann die Schrauben. Das muss wahrscheinlich ausgebohrt werden. Ne? Also das wird man nicht so mit dem Schlüssel mehr abkriegen. Ja, also was machen wir jetzt? Wir bauen dann, hier bauen wir ab, vom Krümmer runter, Turbolader, Abgasanlage, kommt alles runter. Wir schicken beide Turbolader ein, lassen beide überprüfen. Was repariert werden muss, muss repariert werden. In dem Fall schicken wir es zu Yassin, zu TTH, der, was Reparatur angeht und so weiter, ist das immer sehr unkompliziert, sehr schnell. Ja, auch ziemlich gut. Dann entscheidet der Kunde halt eben noch, ob er ein Upgrade haben will, Turbolader-Upgrade. Das muss man halt gucken, wie es vom Preis her ist. Ne? Kann man das direkt an diesen Turbos dann machen, also dieses Upgrade? Ja, oder muss man, ja im Austausch. Ne? Es wird alles gestrahlt und sozusagen gereinigt. Dann sieht es alles aus wie neu wieder. Und dann wird in die VTG-Steuerung, die kann man einzeln austauschen, wenn die kaputt ist. Steller, wie gesagt, ist teuer. Neue Turbolader kostet 3,6 einer. Da muss man gucken, ob man. Also, wenn man einen macht, muss eigentlich beide machen. Du kannst nicht nur einen Turbolader neu machen. Ja, klar. Den anderen nicht. Du musst beide. Das ist ja wie Turbo, ne? Sonst hast du jetzt dann da irgendwie, keine Ahnung, 1,3 Bar. Dann hast du hier nur 1,2 Bar. Und das hast du ja auch nicht gewonnen, ne? Also, es muss schon frisch sein. Denn. Kostet halt alles ein bisschen Geld. Ist halt ein Porsche, ne? Ist halt so. Ja, müssen wir mal sehen. Ja, so viel zur Technik. Hast du noch irgendwelche Fragen? Soll ich noch was erklären hier an dem schönen Porsche? Alles verkleidet darunter, bei Porsche immer, schon ziemlich lange. Hier ist halt so eine, ich sag immer, ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, ne? Das ist jetzt hier so GT2 RS-Optik, irgendwas, so ein Mischmasch, so eine Frontschürze. Achso, das ist ein Nachbau. Nein, ist nicht original. Ja. Also die Frontschürze ist geändert. Hat jemand gesagt, okay, ich möchte optisch irgendwie verwirklichen oder was auch immer. Finde ich jetzt beim Porsche Turbo, also ich bin jetzt so ein Fan, ich mag das gerne, wenn es halt alles Serie ist, ne, ja, beim ja. Porsche Turbo. Also ich finde, Porsche kann man ruhig Serie lassen. Oder man holt sich dann wirklich ein GT2. Ist zwar teuer, aber... Aber ist dann kein Turbo, ne? Oder halt Originalteile. Wenn der Original, du kannst natürlich auch hier draußen GT2 dann von der Optik her machen, aber man wird immer belächelt, ne? Also wenn du so ein Porsche Turbo hast, hast du halt ein Porsche Turbo, dann kannst du zwar machen. Wir hatten noch mal einen hier, oder? Die zwei erst, ja, so ein Umbau, richtig. Ja, nee, sieht ja auch cool aus. So unter den Porsche-Leuten ist es halt nicht so, weil klar, der Porsche GT2 RS kostet irgendwie 450.000 Euro und der GT2 RS-Fahrer möchte da irgendwie auch rausstechen, ne? Der möchte es nicht haben. Aber was halt schön ist, halt die Keramikbremse hier, Turbo S, ist ja klar. Ist halt eine schöne Sache, die Bremse funktioniert echt gut. Ja, und die Felgen hat er sich jetzt lackieren lassen, das ist Geschmackssache. Ich was wäre bei den Motoren zum Beispiel so machbar? An Leistung? Bei den Motoren? Ja. Ich sag mal, ohne dass man was am Motor macht, kann man schon so 800 PS fahren. Kann man schon machen. PDK kann so 1000 Newtonmeter. Das geht schon. Und da musst du halt an die Substanz dann wieder, ne? Kolbenpleuel machen und so weiter. Dann wird es wieder teuer. Aber dann Open End. Ja, also man könnte jetzt hier im Prinzip Abgasanlage machen, Sportcuts, Upgrade-Lader, TTE-Lader oder sowas und dann irgendwie 800 PS. Das geht. Also relativ einfach bei dem Auto. Ne? Hast du zwar wieder ein größeres Turboloch und so weiter, aber durch die VTG-Steuerung geht's. Es gibt da sogar TTE 1000 für das Auto. Also die können bis zu 1000 PS. Aber so weit würde ich jetzt mit dem Serienmotor nicht auftreten. Gerade bei den 911 würde ich jetzt nicht machen. 912 ist schon besser. 912 war super. Einfach nur Software und Sportcuts, 830 PS oder so. Das ist natürlich krass. Wie gesagt, Porsche-Liebe. Ich mag Porsche sehr gerne. Und deswegen kriegt er noch ein bisschen Liebe. Und dann ja, können wir nochmal drehen, wenn er fertig ist. Ich glaube, in 2 Wochen oder so. Dann bist du wieder aus dem Urlaub. Da bin ich wieder da. Dann drehen wir nochmal, wenn die Turbos frisch sind. Und dann mache ich da meine Software mal rauf. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. I've been up fighting my demons, and they be trying to pull me in. Yeah, every night I seen them.
I won't back down, I'ma beat 'em. Yeah, I've been up fighting my demons, and they be tryna pull me in. Yeah, every night I seen 'em. I won't back down, I'ma beat 'em. I'm starting to feel like a villain, fighting myself, I'm not winning. Lately I've been too afraid to admit it. Pushing the weight of the world on my shoulders, I don't even know how I'm dealing.